50.000 hier noch sehen würden, aber das sind jetzt nur noch Marginalien. Es wird sich im Endergebnis eben Ausstieg sicher jenseits der 38.500, 600, 700, daran wird sich ganz sicher nichts mehr ändern. Und jetzt schon das Kommando von Joe Kittinger, nach vorne bewegen. Sie sehen, das kann er so wie im Auto lösen und dann auf der Schiene nach vorne fahren. Der Blick auf New Mexico. Boah. Geil, ey. Der bestätigt, der Sitz ist vorne. Liquid oxygen supply levers 1 and 2. Die flüssige Sauerstoffversorgung 1 und 2 abschalten. Return the oxygen supply levers back on. Und wieder erneut anschalten. Du, ich bin dein Fucker. Im System 17 PSI, das bestätigt Felix Baumgartner. Na ja, gleich ist er bei Tupac und Elvis. Tschüss. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Sonic, wenn er jetzt gleich losrollt da draußen. Okay, we're getting serious now, Felix. Item 21. Use the dump valve, depressurize the capsule to 40,000 feet and confirm a pressure suit inflation. Let me know when it inflates. Das sogenannte Dump Valve kommt jetzt ins Spiel und damit wird der Druck aus der Kabine abgelassen. Und Felix Baumgartner muss bestätigen, gar nicht so kalt da oben, dass sein Minus 9 Grad steht. Wenn er jetzt den Anzug jetzt den Druck nicht aushält, ey, dann ist er tot. Sie sehen an der Höhenangabe, wir pendeln knapp unter 39.000 und dort wird es auch bleiben. Das Druckablassen aus Turbine. Ich habe echt die ganze Zeit immer so Bilder im Kopf, die jetzt der Anzug so wie so ein Luftballon zerschmettert. So. Und er stößt sich irgendwo, macht ihn doch ein. Ich denke da gerade eher an einem Vakuum. Ja. In diese Stille hinein möchte ich Ihnen noch zwei Sätze von Felix Baumgartner mitgeben, denn wir werden Ihnen dann auch den Beginn des Sprungs bewusst unkommentiert lassen. Er hat gesagt, den einen Satz kennen Sie schon, der Himmel ist tiefschwarz, du siehst die Krümmung der Erde und in dem Moment ist dir bewusst, wie privilegiert du bist, hier oben stehen zu dürfen. Am Ende des Countdowns mache ich einen Schritt ins Leere, kein Wind pfeift, der Sprunganzug bläht sich nicht. Ich habe nicht die geringste Empfindung von der zunehmenden Geschwindigkeit. Das wird Felix Baumgartner in den ersten 20, 30 Sekunden erleben und nach etwas mehr als 30 Sekunden dann, wie wir hoffen, jenseits der Schallmauer sein. Die Testsprünge, die er hinter sich hat, die bieten ihm gerade bis jetzt in Summe 7 Minuten Erfahrung im freien Fall aus, wie gesagt, der bisherigen Höhe von 29.600 Meter. Jetzt sind wir knapp 10.000 Meter höher als damals beim zweiten Testsprung im Juli. Bestätigt noch einmal, dass dein Druckanzug unter Druck steht und okay ist. Thank you, Felix. Item 23. Remove and stow suit vent hose and suit exhaust hose. Ganz schön kalt, ne?
das Abkapseln von jenen Schläuchen mit dem das war schon mal kälter. Seinen Raumanzug ja, auch so für sein Klimatisieren konnte. Minus 50 Grad, oder? Minus 55 Grad war das schon mal. Ja, vielleicht bei 10.000 Meter. Vorhin, wo ich geguckt habe, waren minus 61 Grad. Und dann muss er gleich durch, ja. Das war aber bestimmt zum Ende der Atmosphäre. Ja, ich glaube, bei 13, 14.000 Meter war das, glaube ich. Um ihn auszugleichen mit dem Außendruck, damit er dann auch die Tür öffnen kann. Also, über 10.000 Meter war er schon. Auf die Höhe von 127.800 Fuß, knapp 39.000 Meter. Sie sehen den Druck außen, 0,04 PSI, 3000stel Bar. Und auf diesen Wert muss er jetzt auch die Kabine innen bringen. Und Sie sehen auch die Außentemperatur, nur noch minus 5,7 Grad. Bei dem Event kommen mehr Leute zu als bei einem Startmann von einem Space Shuttle. Mission gefährden könnte. Die Mondlandung unserer Generation. Barometric pressure. Genau. He's at altitude of 127,000. 39 Kilometer, der ist ja auch aus der Altitude. Der Druck geht weiter raus, nur noch halb so hoch wie zuvor. Hammergeil. Wird bei 9 Meter würde ich über 39.000. Ich denke, dass wir das plus minus 100, 150 Meter so hin und her gehen, diese Floating Altitude über dem Himmel von Roswell. 2 Stunden, 30 Minuten seit dem Launch sind vergangen und wir nähern uns dem Moment, auf dem Felix Baumgartner, das gesamte Team, die gesamte Mannschaft 5 Jahre hingearbeitet haben. Der Druckausgleich ist beinahe geschafft. Felix, we're still we're only at 100,000 feet. You still got 28,000 feet to go. The door will open when you reach ambient altitude of 128,000 feet. And right now you're about 100,000 feet. So you got about 28,000 feet more to go. Just keep dumping the pressure. Du musst noch Druck ablassen. Wir sind erst auf etwa 120.000 Fuß, okay, dem Äquivalent von 120.000 Fuß. Wir müssen noch Druck rauslassen. Geht keine Luft mehr raus. Entzieht es kaputt. Gibt's da eigentlich eine Exit-Strategie? Also kommt der da im Notfall irgendwie anders wieder weg? Nö. Doch, gibt ja nur noch Ausspindern. Ja, angenommen, die kriegen den Druck nicht raus und er kriegt die Kapsel gar nicht hoch. Meter, auch das hat sich jetzt stabilisiert. Und schießen sie den Ballon ab, oder was? Wie angekündigt, ja, dann müssen wir uns dann auch noch einmal Ballon sehen. Der Ballon jetzt mehr breit als hoch, nur noch 100 Meter. Muss aber erst zum roten Knopf nach draußen. 130 im Durchmesser und Don Day, denke ich, kann sich schon langsam entspannt zurücklehnen, auch wenn seine Wettervorhersagen jetzt natürlich auch für den Freifall. Was ich mir gut vorstellen könnte, weil oben am Ballon ist ja das Blinkleuchte, also die Signalleuchte. Der perfekte Launch, dass da wahrscheinlich irgendwelche Luken sind oder so, die sie dann manuell irgendwie bzw. ferngesteuert öffnen können, damit das irgendwie mäßig langsam ablässt. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Also so ein Backup-System. Indicator about 112,000 feet now, Felix. Headed to 127,900. Wir sind mit dem Druckausgleich auf 112,000 Fuß. Wir brauchen noch die 127,000. Also noch weiter. Geht die Meterzahl aus wieder der runter? Kapsel ablassen. Nein, der pendelt immer so 150 Meter hoch, 150 Meter runter. Und gleich wird sie ganz schnell runtergehen. Ist der Ballon geplatzt? Die Klassen jetzt eingeblendet. In dem Moment, wo er abspringt, sehen wir noch ganz kurz von der Kapsel aus und dann nur noch von der Bodenkamera. Seine Körpercams zeigen sie erst im Nachhinein. Die werden nicht live übertragen. Na gut,
Dieses Ablassen des Drucks ist natürlich von größter Bedeutung, damit die Tür tatsächlich aufgehen kann. Die Zusammenhänge erklären uns... Ja, vor allem die Geschwindigkeit. Ich glaube, so ein Übertragungsgerät gibt es gar nicht. Das erinnert uns daran, natürlich keine Jubelmeldungen zu verbreiten, bevor es soweit ist. Warum geht die Tür nicht auf? Kann man das einfach erklären? Ja, ist ganz einfach. Wir haben Innendruck und der Innendruck drückt den Innenteil der Tür gegen die Dichtung. Das heißt, die Kraft wäre zu groß, diese Tür zurückzuziehen, wenn sie ja beiseite schieben. Und das kann jetzt er noch geht's nicht. Los. Es muss wirklich erst null Differenzdruck da sein und dann kann er sie von der Dichtung wegnehmen und zur Seite drehen. Jetzt muss man sagen, der Druck, der jetzt in der Kapsel herrscht, ist nahezu... Quatsch nicht rum, jetzt sehen wir. Spring aus, er hat es geschafft. Also, okay, so jetzt habe ich sicher... Roll the door open and engage the door stop, Felix. Was? Überraschung! Roll the door open war die Anweisung, was Felix aufgemacht hat. Was muss der gerade für ein Gefühl haben, da rauszuholen? Oh ja. Eine Mischung aus in die Hose scheißen und himmlischer Freude. Füße nach oben. Jetzt ist es gleich soweit. Aus knapp 39.000 Metern, meine Damen und Herren. Der Weltrekord möchte nicht wissen, was Felix da danach hat. Er fährt mit dem Sitz wieder nach vorne. Der braucht keinen Sitz. Er wird jetzt das machen, was er gesagt hat. Am Ende des Countdowns mache ich einen Schritt ins Leere. Kein Wind pfeift. Der Sprunganzug bläht sich nicht. Die zunehmende Geschwindigkeit. Das alles wird nach 30 bis 35 Sekunden nach dem Absprung in einer Geschwindigkeit von 1100 Kilometer mindestens. Dann rufen wir bei der NASA an, dann sollen wir warten. Minute etwa 15 Kilometer tief. Ja, genau, das kann der Bodo auch so gut. Auf rund 24.000 Meter nach unten. Und jetzt muss sich Felix Baumgartner ja. mit seinem 40 Kilo schweren Equipment, Gesamtgewicht sind wir hier so bei 115, 120 Kilo. Jetzt muss er sich hier aus dem Sitz rausbewegen. Item 31, your chute integrity is checked, your parachutes are not deployed. Item 32, verify cutaway knife handle strap is attached, the knife in proper position. Say roger if it's so. Man hört den Atem von Felix Baumgartner und okay. damit chest pack face plate heat is on. Make lassen wir sie dann auch alleine das. Heizungssystem für das okay, Chestpack ist eingeschaltet. Chestpack umbilical. Chestpack ab. Noch nicht vergisst, da kein Kabel abzumachen. Von der Kapsel. Okay, die Verbindung wurde gelöst. Das ist der Blick nach unten gewesen. Sie hören den Atem von Felix Baumgartner. Okay, snow umbilical. Disconnect both oxygen supply hoses. Und jetzt beginnt der 10 Minuten Countdown für okay, seine Sauerstoffversorgung. Give me a thumbs up if Abstecken beider Sauerstoffverbindungen von der Kapsel. Ab jetzt läuft seine Verbindung über die beiden Flaschen an seinen Schultern, links und rechts. Disconnect und jetzt läuft der Countdown von 10 Minuten. Der Schritt hinaus. Alles Gute, Felix Baumgartner. Red Bull Stratos Live, der Höhepunkt, der Sprung von Felix Baumgartner. Es war die Selbstzerstörung. Der besoffen? How small you are. I'm coming home now. Alter Schwede. I'm coming home now. Wow. Hat der Eier. Aber richtig, das ist unsere Infrarotkamera, Felix Baumgartner. Leck mich am Arsch. Tausender Mai. Sie sehen selbst mit diesem Tracking-System, wie schwierig es ist,
ihn einzufangen. Sie hören aber seinen Atem. Speed 650 miles per hour. Speed 700. Das sollte die Scheinwerfer für rund 40 Sekunden. Und jetzt beginnt auch das sichtbar die Rotation des Felix Baumgartner. Ja, was sagen unsere Experten im Studio zu diesem Absprung und zu dieser Rotation, die wir jetzt auch schon gesehen haben? Ja, die Phase ist vorbei, wir sehen ihn taumeln. Karussell, Alter. Also wenn diese Daten aktuell sind, wir sehen aber auch, wie er taumelt. Schauen Sie sich das genau an. Wow. Das ist der hat die Kontrolle über den Körper nicht. Er taumelt, das sieht nicht so gut aus. Jetzt fängt er sich. Sauber. Ich warte auch voll den Spaß dabei. Yeah. Okay, jetzt hat er's. Sauber. Das Ganze nach etwa 1,5 Minuten, ziemlich genau 90 Sekunden nach Absprung. Ja. Jetzt ist er belly down. Jetzt hat er Kontrolle über seinen Körper. Jetzt muss er möglichst breit fliegen. Und er spricht mit Mission Control. Das ist die beste Nachricht des heutigen Tages. Ja. Und wenn wir dieses Bild sehen, dann wissen wir, Felix Baumgartner hat die gefährlichste, aber ganz sicher auch die spannendste Phase seines Lebens hinter sich. 2 Minuten Freifall, der Rekord von Joe Keating steht auf 4 Minuten 36. Schauen Sie in die Augen dieses Mannes. Der Mann vorne klatscht mit über 1000 km auf die Erde, aber ich hab ja vorhin gesagt, das ist genau, wenn er auf der richtigen Höhe ist, das ist genauso wie ein normaler Fallschirm. Ja. Nur Viererstand gebremst dann wieder. Ja, falls der Fallschirm nicht bei minus 60 Grad mal eben einfriert, ne, wenn die Heizung nicht funktioniert. Also alles im grünen Bereich. Yes, Felix, I hear you. Go ahead. Ich kann immer noch sehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Still have visibility. Mission Control, ich muss jetzt kacken. Go ahead, Felix, I hear you. Ich hab mir eine Buchse geschulzt. Auf welcher Höhe ist er denn jetzt? Ja, gute Frage. Kannst du ja ausrechnen. Moment. Ah, 24.000, alles klar. Das ist wieder unsere Infrarotkamera und Joe Keating hat ihm auch gesagt, du bist sehr stabil, du fällst jetzt 3,5 Minuten. Was sagt der? Keine Ahnung. Und 25 Kilometer runtergefallen. Maike meinte, ob er irgendwie gesagt hat, ob er schlafen möchte. Irgendwie sowas. Aber ich habe nichts verstanden. Und was wir uns kaum vorstellen können, Felix Baumgartner ist jetzt schon mehr als 25 Kilometer Richtung Boden gefallen. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo der nächste Weltrekord gebrochen wird. Nein. Sauber. Vorher auf. Der längste Freifall aller Zeiten wird es nicht. Fallschirm ist geöffnet, aber der Freifall ging nur etwa 4 Minuten und 20 Sekunden. Wobei wir natürlich davon ausgehen müssen, dass die angezeigten Zeiten jetzt auch tatsächlich korrekt waren. Out of the north at 5 to 10 and you can contact Mike Todd on this frequency. Give Mike Todd a call. Du kannst Mike Todd auf dieser Frequenz erreichen, den Life Support Engineer. Der Wind kommt aus dem Norden mit 5 bis 10, also die ganz
übliche und normale Ansage, damit er weiß. Geil, dann nehmen wir hier einen in die Instanz und lassen ihn jetzt übelst lange da stehen. Orientieren kann Richtung Landezone. Ja, der wusste bestimmt gar nichts davon und denkt sich gerade so, ey, coole Jungs, so hat Bock gemacht zu gucken. Ja, wahrscheinlich hat er noch ein paar Kollegen erstmal hier angeschrieben, ey, kennt ihr diesen Sprung? Aber die Rekorde, die Felix Baumgartner heute aufgestellt hat, die höchste Ballonfahrt bemannt, der höchste Absprung und, so wie wir annehmen dürfen, auch das Erreichen der Schallgeschwindigkeit, das ist schon ganz, ganz gewaltig. Frage ins Studio, wie sieht's dort mit euren Nerven aus? Ja, strapaziert. Danke vielmals. Professor Walter hat natürlich gleich mitgerechnet. 6600 Fuß ist er jetzt. Wo hat er ungefähr den Fallschirm gezogen? In welcher Höhe? Also er hat ungefähr in 3 Kilometer Höhe gezogen. Er hätte in 1,5 ziehen sollen. Und er hätte eigentlich einen Freiflug gehabt von 4 Minuten 45 oder 50 Sekunden und wäre damit 10 Sekunden länger geflogen als Kittinger. Aber er hat es nicht gemacht. Wieder rein in die Kommunikation. Oh, you're Felix, we're coming your way, bud. Entspannung. Ja, muss er jetzt nochmal hoch, oder was? Geht an einer Punktlandung aus, aber das kann er ja. Der Base ist von einem Gebäude. Der kommt jetzt ja schon auf, freut sich und dann fällt ihm seine Tonne da von oben auf. Der kommt hier an so einem Helikopter vorbei. Wind kommt jetzt aus dem Osten. Er sagt, gib mir eine Richtung, wo soll ich hinsteuern? Wind kommt aus dem Osten, aber das sieht alles schon sehr kontrolliert und... Das ist ja bestimmt der Mond, wo der landet, wa? Einen Rekord bei Joe Kittinger belassen. So gar nicht aus wie der Erde. Das ist längst ein Freifall. Die anderen drei, die hat er. Wobei wir natürlich das Erreichen der Schallgeschwindigkeit noch nicht offiziell bestätigen können, das wird die Auswertung der Sensoren ergeben. Alter Schwede. Kommunisten! Hat auch schon das Visier aufgemacht, damit spielt auch die Sauerstoffversorgung jetzt keine Rolle mehr. Jetzt schaut er sich schon nach einem Landeplatz um. Boah, wie der eben oben rumgewirbelt ist. Ja. The wind is coming from the ridge. The wind is coming from the ridge. No, towards the ridge, sorry. The wind is coming towards the ridge. Er hat bestimmt den ganzen Helm voll gekotzt. Hat er schon auch gemacht. Doch an diesen Bildern sieht man noch einmal auch, wie schnell es mit dem Fallschirm trotzdem abwärts geht. Flüge, ne? Und das alles müssen wir uns ja vorstellen. Mit dem Gewicht, das Felix Baumgartner zusätzlich an sich hat, das ganze Equipment. Allein der Fallschirm, etwa 27 Kilo, die gesamte Ausrüstung und der Rest dann noch ein paar drauf. Also gut 40 Kilo, die er zusätzlich an sich hat. Und auch das muss man erstmal zu Boden bringen. Und wie es aussieht, schafft er das genau vor unseren Helikoptern. Die Erde hat ihn wieder. Felix Baumgartner, Touchdown. Yeah! Respekt! Ein Mann, seine Mission, seine Emotionen. And Mission Control shows recovery crew is at Felix's location. Diese Bilder werden um die Welt gehen. Exklusiv gibt es das erste Interview bei uns in einigen Minuten. Aber die Bilder, die hier gemacht werden, die werden im Interview und natürlich auch bei uns bei Servus TV im Internet um die Welt gehen. 39.000 Meter. Oh, der Fotograf wird Millionär, Alter. Gar nicht mehr genau im Blick, aus welcher Höhe er exakt rausgegangen ist. Ach, da ist die Kapsel. Dafür war der rote Knopf. Brian Armstrong steht sofort neben ihm. Der will die Daten, den Jetpack, und Sie sehen, es kommt auch die Kapsel runter. Da wurde der Fallschirm ebenfalls bereits ausgelöst und
dieses Entnehmen des Sensors vom Jetpack-Aktiv-Tool dann auch dazu, offiziell und notariell bestätigen zu können, die Geschwindigkeit all die Daten, die da gesammelt wurden. Aber die driftet jetzt ab und landet auf dem Haus. Im Prinzip ja wirklich dort, wo man sie haben wollte. Ja, dann bei dem Schlafzimmer. Mal gucken. Doch die Kapsel wird nicht mehr allzu lang brauchen, bis sie runterkommt. So, jetzt wieder. Ran an den Chestpack. Die Units rausnehmen. Und die BBC ist mit dem englischsprachigen Interview bei Ihnen. Jo, weiter geht's. Das erste deutschsprachige wird es bei uns bei Servus TV geben, aber die BBC dreht ja auch eine umfangreiche Dokumentation über dieses Abenteuer von Felix Baumgartner an den Pulsdraht. Und das wird es natürlich auch bei uns auf Servus TV zu sehen geben. Eine also der Tim fehlt noch. Mit Tim? HD-Kameras und natürlich das allererste Interview für diese Dokumentation, sobald jetzt der Helm abgenommen wurde. Da steht er wieder. User entered your channel. Capsule altitude 80,000 feet descending. Die Kapsel auf 80.000 Fuß und weiter fallend. Da sind wir im Bereich von etwa 25.000 Metern. So. Weiter geht's. So. Weiter geht. Jo, jo, jo. Ich mute mich mal. Hi. Ja, Mikey, warte mal kurz hier. Wie ist hier so blauen Leuchten da? Wieder zurück durch die Mitte. Diese blauen Leuchter, wenn man hier zu nahe kommt, dann... Gut, weh, sagst du. Dann kommen da Viecher raus. Hey. Der Kult Live, der steht hier noch. Der wird jetzt eh total hart. Ja, der sollte schon mit. Ah, da Kütter. Er bewegt sich. Nochmal so eine Fernkampfnummer, weil dann rüste ich mal einen Bogen aus. Nee. Nahkampf. Gut, an den blauen Dinger laufen wir einfach vorbei. Ja. Hier ganz nur an der Mauer vorbei. Wenn irgendwas aktiviert? Nee, ne? Oh ja, Gruftlinge. Das müssen wir wohl noch machen. Ganz schön hart die Dinger hier. Was mehr? Das ist, dass du immer weggeschickt wirst von denen. Oh, der zieht mir ganz schön. Also ist da jemand tot? Aus, raus, jetzt aus. Nicht mehr. Aus, oh, raus aus den Kreisen. Eieieiei. Da raus aus den roten Kreisen immer. Boah, ziehen die dir Leben weg, die komischen toten Viecher.
ich kann im Kreis nicht überleben hier drin. Das geht nicht. Oh, 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 down, down. Hilfe. Ja, da. Oh. Der entzieht mir gerade volle Kanne Leben, ey. Hast du gesehen? Ja. Der zieht mir der andere Leben. Boah. Vorsicht, ihr seid im Kreis. Down. Ja, ich musste aus dem Kreis raus, deswegen ist down gegangen. Der zieht, ey. Wir müssen den jetzt unbedingt down kriegen. Shit, shit. Wenn er mal aus der Wand rauskommt. Ja. Also das könnte ich nochmal fixen. Der Möbel ist mir abhanden gekommen. Was ist denn jetzt? Können wir nicht mehr? Ah, ich bin am Überlebenskampf. Wo bist du? Direkt vor ihm. Dito. Ja, ja, Dito, warte mal. Mikey ist weg, aber wir machen das jetzt. Down. So, nicht wieder überleben, nicht wieder überleben. Ja, 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 ich hab's gesehen. Boah. Hä? Ja, wir sind jetzt benommen. Komm wenigstens den einen hier. Nein, ich bin fast tot. Tot. Also, heftig, überleben. Heftig, ja? Heftig. Schaffst du das? Ich bin im Kreis. Geh raus, geh raus, geh raus. Geh doch raus. Ah! Raus! Warte! Das hat keinen Sinn! Okay, okay. Jetzt mach ich ihn fertig. Oh, fuck! Ach, ich hey, das ist hier, das ist hier, komm schon! Schieße! Alle Pets anmachen, alles wo geht, alles wo geht, alles wo geht, alles wo geht! Ja, Mann! Okay, und was mit dem anderen? Ich bin gleich übrigens tot, weil ich hab Trampel gemacht, ne? Wo ist denn da einer? Hinter dir. Ich bin jetzt tot. Oh nein, dann habe ich den falschen. Nein, ja, aber Cold Left kommt. Cold Left kommt. Oh. Er schafft das nicht alleine. Soll ich mich port? Ja, mach mal. Okay. Ja, man kann jetzt auch von dem Mittelplatz aus, ne? Ah ja, das ist schon mal gut. Komm, dann kommen wir auch. Keine Dings. Ich Storm. Bin noch am Überleben. Gar nicht. Mein Tier hält mich immer ein bisschen hoch, kann das sein? Ja? Mhm. Cool. Ich lebe wieder. So, einer am Leben? Ja. So, pass auf. Mögen die Geister der Wildnis über hier. Diese Kammer. Wenn wir gleich in die Mitte gehen, warten wir auf Mikey, wird hier außenrum Feuer angehen. Und wir müssen dann da bleiben, wenn wir durchs Feuer gehen, dann haben wir ein Problem. Und eigentlich müssen wir da nah dran bleiben. Ich bin letztes Mal ziemlich gut damit gefahren, dass ich nicht weit von dem weggegangen bin. Also nah dran bleiben. Okay, würde ich sagen, Zugriff. Oh. Drück mal überspringen, ne? Nee. Ich kenn ja, das ich drück so. Überspringen. Ja, kommt nur am besten rein. Fühlt euch echt heftig, wenn ja, ihr da draußen seid. Zurück mit euch, Gespenst. Ja, wir wollen nur die fängt noch nicht an, schützen. Aber die fängt sofort an, Feuer anzumachen, wenn ihr fertig mit dem Film seid. Das ist das Problem, meine Sache. Ihr müsst gleich ganz schnell durchs Feuer laufen. Vielleicht, ach, vielleicht werdet ihr nicht irgendwie... Ja. Jetzt guck mal da drum rum. Ah, grünes so. Feuer tut nicht weh. Und auch immer aus den Kreisen raus. Nein, überall Kreise. Alles im grünen Bereich bei euch? Ja. Ja, noch geht's. Nein. Nice.
Ich muss raus. Nein, ich bin ohnmächtig hier. Scheiße. Oh, 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 oh. Schau's hin. Vorsicht, Kreis. Danke. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Oder? Mhm. Durchlässt, wie viel die da droppen und Geld, dann lohnt sich dieser Dungeon auf jeden Fall. Jetzt kommen wir leider zum schwierigsten Teil. User left your channel. Liegt schon am Plan. Ich muss mal ein paar Sachen wegwerfen hier. Also die beiden, wenn die nebeneinander stehen, dann haben die sowas von krasse Damage. Hier kommen wir gar nicht durch, okay. Ah doch, jetzt. Hä? Wer war das? Warte, hier ist eine Platte, wir brauchen Steine. Ah ja, genau, pass auf. Ich werde die in diese Kammer hier reinlocken. Also das ist so ein Durchgang. Mikey, einer von uns wird entweder... Wir müssen irgendwie... Sollen wir die Tür offen lassen oder muss ich... Ja, einer muss hier draußen stehen bleiben. Und die Tür offen lassen. Ja, dann bleib und ich wenn ich den Kommando gebe, oder wer macht denn das am besten? Am besten Tim, oder? Was? Ich bin hier noch... Du was? Kommst mal hierhin auf die Platte. Ich, Platte. Mike und Cole kämpfen. Stell dich auf die Platte hier. Platte. Wenn ich dir das Kommando gebe... Erstmal sage ich ihm jetzt, dass er hier nicht hergehen soll. Ich pulle jetzt den Mann rein. Und... Ich sag dir Bescheid, wenn der Mann hier drin ist und die Frau draußen ist, wir müssen... Mögen die Geister irgendwie... Scheiße, wir brauchen alle Felsen. Wo kommen wir alle Felsen her? Na, hier liegen welche. Oh. Hier in der Mitte, hier liegt, ne? Einer draußen, liegen auch welche. Ja, okay. Wer ist eigentlich hier? Ihr Stakelkin, oder wie die heißt? Die kommt immer mit. Also. Gehört sozusagen zur Storyline. Ja, hast du was mit dem Felsbrocken? Okay. Auf den Mann. Du musst gleich auf den Mann werfen, okay? Ich komme aber mit runter, ja? Du kommst mit runter. Und wir werfen alle auf den Mann. Auf den Wasser. Nee, warte, auf die Frau werfen, auf die Frau, okay? Auf die Frau. Dass die weiter hinten ist und dann... So, warte, erst wenn die rot werden. Komm mal ein Stück zurück, Maggie. Eindringlinge im Heiligtum? Eklig. Also auf die Ralena werfen wir. Ich rufe ja, meine lieben Jungfrauen. Zusammen machen wir euch den Garaus. Vorsicht, die sind zu zweit. Haltet sie getrennt. So, auf, werfen. Und zurückkommen. Zurückkommen. Weiter zurückkommen. Down. Ja, ich auch. Scheiße, ist das krass. Ich lasse ja, okay, komm. Ja. Damn. Das geht ja gar nicht, ey. Ah, wir haben ja hier oben einen Respawn. Also okay, wollen wir einfach beide reinrushen? Alle reinrushen? Also die hat ja gesagt hier, diese ihr oder wie die heißt. Dass wir zusammen am stärksten. Genau, dass wir die getrennt halten sollen. Ja, wir können die getrennt halten, indem wir einen in diese Tür reinlocken und den anderen draußen lassen, aber... Einfach nur im richtigen Moment dazu machen, oder? Ja, aber wie kriegen wir die bleiben ganz nah beieinander. Na dann zieh doch einer beide raus und dann werfen wir hier oben auf sie mit dem Stein. Ja, wir können sie rauswerfen. Okay, ich bin gleich. Ah, hier oben ist auch ein Respawner, super. Mhm. So, ist hier noch irgendwie Steine in der Mitte? Ja, hier ist noch einer.
Also probieren die beiden jetzt in die Schleuse reinzuholen. Genau, und wenn die hier oben sind, schmeißen wir auf sie mit dem Stein. Und auf sie mit dem Stein und zu. Er ist dann hinter der Tür. Okay, genau. Einer. Ach, unten ist das. Ja auch noch eine Tür. Ja, ja, genau, deswegen, ja, Tim macht beide Türen auf und zu. Aber können wir die nicht ganz hochholen, damit wir mitkämpfen kann? Ihr müsst mir dann aber sagen, wann ich zumachen soll, wenn er. Warte, warte, komm zurück, alle zurück, komm, alle zurück, komm, oh mein Gott! Nein, Tim, aufmachen! Aufmachen! Aufmachen, zurück, 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 zurück. Nochmal aufmachen. Lass auf. Also Raleen hast du ausgewählt, ne? Ja. Oh, der Typ kämpft, ey. Ja, ich weiß ja nicht, was abgeht. Die Raleen ist weiter vorne. Tim, warte, machst du gleich zu, okay? Ja, sag wann. Alter, weiter nach hinten. Wir müssen das... Oh, Junge! Ich mal doch hier schon. Warte, Tim, mach dich bereit zum Zumachen. Komm. Pass auf die Frau werfen. Der Mann ist gleich drin, okay? Jetzt wirft er den Stein auf sie. Wir müssen weiter nach hinten, der kommt nicht hier rein. Der ist fast tot. Ein Meter noch. Weiter nach hinten, wir müssen weiter nach hinten irgendwie. Jetzt läuft die zurück. Damn. Warte mal. Okay, okay. Sie kommt. Ja, sie kommt. Zumachen! Oder? Nee, verdammt. Nein, jetzt hab ich gerade geworfen. Fuck. Zu. Ja! Ja! Jetzt haben wir sie drin. Zulassen. Zulassen, auf keinen Fall nochmal aufmachen. So, jetzt sind die nämlich nicht mehr. Wie viel bist du nutzlos? Als Ray, du warst grad nützlicher als alle anderen hier. So, sie müssen wir jetzt einzeln eben platt machen, na. Was natürlich mit einem weniger schwer genug ist. Soll ich mal auf Spaß aufmachen? Nein. Den soll ich denn wiederbeleben? Nein. Na, einer von uns muss immer irgendwie überleben. Ansonsten haben wir ein dickes Prop. Dann können wir von vorne anfangen. Oh, down. Der nächste Flying Ente. Warte. Heiltrank. Ich hab nichts gemacht, ich stehe ganz weit weg von dem Ding. Lol, warum ging die Tür auf? Boah, komplett down. Gottes Willen. Damn! Was machen? Damn, keine Ahnung. Der Dimmer lebt noch. Achso, der ist ja gar nicht da. Der ist ja gar nicht da. Er hat noch fast 50%, ey. Keine Chance. Der geht andauernd auf mich. Du lebst noch? Was soll ich machen? Aber ich kann versuchen nochmal reinzukommen. Tim macht nur ganz kurz die Tür auf, wenn wir da sind. Ja, okay. Ich port mich dann auch zurück. Er geht die ganze Zeit auf mich, das hat keinen Sinn. Ich lass mich. Warte, noch nicht? Ich port mich zurück. Ja, port dich zurück und komm zur Tür. Ah, ist ja hoffentlich noch drin. Portplatz genommen. Warte, ich muss wieder halt nach vorne. Ich hoffe, sie ist noch drin. Dass sie jetzt zurück ist, ey. Ja, die kann nicht durch die Tür. Aber die will durch die Tür dadurch direkt, ne? Warum bin ich gedottet? Achso, soll ich aufmachen? Ja. Nein. Kurz. Alle kurz rein. Ah, ja, lol. Ah, die ist natürlich jetzt wieder voll, ne? Ist natürlich uncool. Ich mach das Tim nicht. Zulassen. Ich mach das nicht. Okay. Aber ich weiß nicht, ey, vielleicht komme ich dann irgendwann rein. Ich stell mich. Mike, du solltest aus dem Kreis rauskommen. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Ich bin halt Nahkämpfer, ich kann von da hinten nicht anfangen. Ey, das soll noch ja, mal. Danke. Den Kreis kämpfst, solange du da keinen Kreis siehst. Und wenn du einen Kreis siehst, lauf weg. Ich will nochmal, dass die Tür kurz aufgeht. Ich will helfen. Das Problem ist, wenn du da weg bist, kommen wir gar nicht mehr raus.
Ja, Tim hätte sich einen Felsen ausrichten können. Felsen, ich suche einen Felsen. Da ist ein Felsen. Ah nee, dann ist, dann kommt doch der... Ja, ich weiß. Dann kommt der Mann hier dazu. Nein, dann nicht. Oh, roter Kreis. Aus da. Oh, was ist jetzt passiert? Mikey? Uah. Greif mal so lange drauf, bis dein roter Kreis kommt, okay? Ja, ja. Oh, Tim. Ich mach nix. Ja, mach mal was. Ja, okay. Okay. Ich glaube, du kannst sogar hier rein. Ah, du kommst nicht rein, ne? Bist du drin? Ja, ja, klar. Ja, Tim ist drin. Ach so, die stellt sich selber auf die Druckplatte da. Scheiße, ich muss ja aufpassen mit dir. Ist noch jemand tot irgendwo? Nee, gerade nicht. Tim bestellt, Mike bestellt sich auf die Druckplatte da. Ja. Dem ist ich kaum anders nicht an dran. Von hier einfach. Ah ey, ich werd mal zurückgeboxt. Ja, ich auch. Die hat irgendwie so einen Umkreis um sich rum gehabt. Na, jetzt kann man nur noch. Das geht nicht. So, pass auf, nicht aufmachen, sondern wenn alles gut läuft, dann können wir den Typ durch die Mauer anvisieren. Oh, oh, ja, okay, hat sich schon erledigt in diesem Moment. Ja. Ah, guck mal, jetzt können wir jetzt durch die... Also ich kann ihnen gerade Damage geben, ohne dass er mir überhaupt was tut. Hast du ihn genottet, dass ich ihn... Ah, verdammt. Warte mal kurz auf. T, mit T geht's. Ja. Ne, T ist bei mir unsere Mitkämpferin hier. Krieg den Typen nicht. Soll ich aufmachen? Jetzt hab ich. Dann kann ich ja wieder zumachen. Ach, weil sie ist draußen. Mhm. Aua. Down. Ja, roter Kreis vor dir. Ja. Helfe. Warum? Oh, danke. Zurück. Warum ist die Tür offen? Keine Ahnung. Hat er da einen Stein auf? Nee. Nein, da liegt vielleicht nicht da oben. Da oben muss irgendwas liegen. Ja, wieso sollte auf einmal was? Ah, Wayne. Komm, wir machen den Platz jetzt. Hauptsache sperrt man nicht mit ihm aus. Ah, hier unten ist ein Ad. Gewesen. Ja, so kleine Dinger, die kommen ab und zu. Die gehen aber irgendwie hier weg. Wir sollten übrigens nicht alle rausgehen, weil sonst kommen wir nicht wieder her. Nein. Ja, der ist von mir. Also sollen wir jetzt da rein oder sollen wir hier oben an der Tür bleiben? Keine Ahnung, einer muss oben bleiben. Ich bleib auf jeden Fall hier oben. Gut. Okay, dann versuche ich mal drunter zu gehen. Na, zieht den mal nicht zu weit da weg, der Köpfchen kaum. Ich zieh gar nichts. Auf jeden Fall weiß ich, dass er mir gerade ziemlich Damage macht.
Oh ja, er hat mich. Ich suche mal ein paar S. Oh ja, oh ja, oh ja. Er hat mich getroffen. Tim? Was? Was? Ich gehe. Ich werde aber irgendwie. Grad. Oh oh. Ja, danke. Ich muss zurück. Wieso ist der jetzt so stark? Der hat Bock gekriegt. Ah, hier, diese illusionäre Magierin. Vielleicht, die App, die gehen hier ganz schön ab noch. Aua! Ich wurde von hinten gekillt. Ich bin tot. Also, halb tot. Hier ist so ein illusionäre... Hätten die Türen vielleicht doch zu lassen sollen. Ja, er ist doch immer direkt down. Boah, down. Oh. Roter Kreis, Vorsicht, Jungs. Ja, ja. Boah, das war knapp. Ey, nee, die kommen immer wieder, die kommen, okay. Das ist Quatsch. Was ist denn mit der Tür? Ich geh mal gucken, was mit der Tür ist. Ja, guck mal, was mit der Tür ist. Oh, ich bin fast tot. Also... Stell dich mal drauf und geh wieder weg. Ja, mach ich, aber passiert gar nichts, die geht nicht zu. Man hat das jetzt aufgemacht oder sowas, was weiß ich. Boah, diese illusionären Viecher hier, wenn du eins platt machst, kommt das nächste. Ja. Oh, oh. Nein, versperrt, versperrt. Eine Treppe. Wen belebe ich denn hier wieder? Scheiß auf irgendein Viech, was voll unwichtig ist. Boah, fuck, mich hat erwischt. Nein, da ist ein roter Kreis, ich kann den nicht wiederbeleben. Oh, Mike, wo bist du? Ich hab mich ein Stück zurückgeportet und belebe mich selbst. Okay, wenn das kann. Ah, das klappt nicht, ich hab trotzdem Agro, fuck. Ah, ich auch, jetzt bin ich auch tot. Mike, hier ja. Hab ich. Genau, erstmal ein Stück zurück, heil mich. Boah, ich war erstmal diese Magier hier weg. So, Tim. Ah, Cold Life war auch weg, deswegen hat ja, ich ja. Ein bisschen schwieriger gerade. Ja, ich wollte ja zudem, aber da war ein roter Kreis. Das ging nicht, ja. Okay, Tim hab ich. Wo ist der Cold Ding? Kreis, Kreis. Ja, der steht jetzt hier mit in der Schleuse. So, jetzt machen wir ihn platt, ey. Wenn du nicht so viel Damage auf mich machen würde. Ich beleb hier irgendwas wieder. Scheiß drauf. Naja, fast durch, jetzt lass ich's auf. Boah, fuck. Nee, der hat sich doch rangezogen, ne? Oh, da unten vor seiner Fresse. Ich probiere dich noch zu holen, aber ich weiß nicht, ob wo ich ist das der? Wo ist der? Hinter ist dir. Der tot? Nein, da hinten. Oh, shit. Au, 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 au. Oh, damn. Komm, geh down. Yes. Boah, so, cool. Alle am Leben? Jetzt sind automatisch... Überlegende Rune des Mönchs, das ist natürlich cool. Inventar voll im Moment. Mann, ich hab ja echt ein Platzproblem, ey. Ich hab jetzt noch zwei Plätze übrig. Das wird schon irgendwie passen. So. Das war's, jetzt können wir zurücklaufen, aber hier rum... Warte mal, ganz warte wichtig. Mal, warte mal. Zum Endboss. Oh, warte, ich muss erstmal in mein Haar ein bisschen was wegschmeißen. Ich bin mal ganz kurz weg. Es ist ein weiter Weg. Alles gut. User, ich hab hier irgendwas zu entdecken, darf ich da hingehen? Ja doch. Ja, jetzt, dass du krepierst, kann nicht passieren. Naja, sagst du so. Und, hat's geklappt? Ey. Ja. Sven ist ein Lappen, ey. Los. Ja, wusste doch bis 20 Uhr ist Anmeldung. Ja. Nee, der sich 20.45 Uhr an, der Lappen. So ein Nope.
Nicht da, Herr Mikey, nicht da, Herr Mikey. Ja, ich hab die Wegmarke geholt. Okay. Nur weil er sich nicht dran hält? Wer ist denn das denn? User disconnected from your channel. Wo muss ich lang? Ich bin so allein. Gott. Hinten rum. Soll ich den jetzt nur dazu lassen, Tim? Ja, sicher. Scheiß drauf. Kommt so ein Spieler. Okay. Habt ihr gelesen, oder? Bin noch unterwegs. Fall. Was ist hier los? Hey, hier ist irgendwas los. Was ist los? Ah, hier ist irgendjemand in der Nähe von so einem Dings hergelaufen. Wo ist er? So, die müssen wir aktivieren gleich da unten den nächsten. Den nächsten und den nächsten. Gelesen? Nicht? Was? In den roten Kreisen stehen bleiben jetzt hier beim König. Ja, wie können wir weiter zum König? Ja, auf keinen Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jemand in, also du bist direkt tot, wenn du da drin stehen bleibst. Okay, okay. Und am besten ich guck mir die Cutscene an. Am besten Fernkampf. Was habt ihr getan? Eure Champions sind fort, Geist. Genau wie euer Sohn und euer Reich. Ich bekomme meine Rache! Stoß im Tode zu mir! So. In Bewegung. Der zieht euch ran, ihr müsst euch dann besten wieder weg. So. Und immer in Bewegung bleiben und am besten Fernkampf. Hätte ich vielleicht sagen sollen, Mikey. Ja. Ich hab hier einen anderen, der mich haut. Wo bist du? Also am Kreis, vorm Kreis. Ja, jetzt hat er mich gehauen. Irgend so ein, verdammt auch, verdammt. Vielleicht sollten wir den Krieger jetzt zuerst wegmachen. Krieger, ja. Vorsicht, aber hier ist ein roter Kreis, raus da. Damn. Tut weh. Kannst du dich wieder porten, Tim? Du bist ja komplett tot. Ja, klar. Boah. Der König müsste, der bleibt da stehen, der kommt nicht, keine Sorge. Ja, der Krieger hat mich derbst umgehauen. Hier kann ich nicht reparieren, ne? Ja, danke. Du scheiß Viech, ey. Ey, der Code Life macht doch mal genau das. Was ich nicht schreibe, oder? Soll ich mal hier pingen? Autsch. Der macht gleich gar nichts mehr. Ja, aber auf den König. Und nicht durch die Kreise gehen und in Bewegung bleiben am besten. Aua. Das Feindfeuer ist das, was in den, ja, Kreisen. Tot. Kreisen gefährlich. Kreisen echt gefährlich. Ich hab keinen Kreis gesehen. Jetzt einfach wieder spawnen, wir haben jetzt Zeit. Wenn du nicht in die Kreise gehst, dann passiert dir überhaupt nichts. Die Kreise ziehen, glaube ich, 1000 pro Sekunde ab oder irgendwie sowas. Ja, also auf jeden Fall ein Taubi war es eben. Uah. Tim? Ja, ich komme. Ja, der andere Punkt dann wäre näher gewesen. Halt mal einen Moment aus, ich versuche meinen Bogen zu rüsten. Oh, was? War das schon längst weg? Wo kam denn der rote Kreis auf einmal her? Kann ich dir helfen, Mikey? Ne, bin direkt down. Oh. Ja, 1400 zieht mir das weg. Nein, nicht schon wieder, ich war gar nicht im Kreis. Der zieht dich kurz ran, der move dich in den Kreis rein und dann hast du ein echtes Problem. Was soll das?
Einfach drauf. Oh, Kreis! Ah, Kreis! Ah, Kreis! Ah, tot! Aber man kann mich beleben. Ente. Wo bist du? Ente, hinter dir, ja. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Kreis. Danke, danke, danke. Oh, Junge, Junge. Das war aber auch. Also einfach weg von dem, dann. Mikey, hast du Bogen jetzt? Ja. Gut. Oh, ich dachte schon, du würdest gerade... Kreis! Mikey läuft so. Was hast du denn auch? Kreis! Oh Gott, oh Gott, ich nehm Kreis! Boah. Oh, 600 hab ich noch. Aua. Oh, du bist im Kreis, Mikey. Das ist auch ein Kreis. Ja, es tut auch ganz schön scheiße weh. Warte, wenn du das überlebst mit dem Kreis, dann... Nee. Okay, alles klar. So 3 Sekunden sind wir vorbei. Nein, nicht jetzt. Schwede. Ist ja irre. Oh, oh, dann soll ich da mal rausgehen. Boah, von wegen hier mit Kreis und so, wenn der auf den Kopf haut, ist auch Schicht im Schacht. Ja, da sollte man ja Fernkampf machen. Ja, ja. Autsch. Das ist cool, ich hab einen Bogenskill, mit dem ich mich gleichzeitig nach hinten wegschießen kann. Cool, ja. Aber den im richtigen Moment zu drücken, ist auch die Herausforderung. Tim, alles klar? Ja, voll klar. Boah, aber der was? Verliert was, oder? Hat er dich da berührt? Autsch. Ich glaube ja, aber der hat ein ziemlich langes Schwert, die Sau. Danke. So, Anmeldephase geschlossen, wir sind jetzt 16 Mannschaften. Yeah. Sehr schön. Mikey! Da war doch gar kein Kreis! Wo denn? Ist jemand da? Au! Oh, was? Mikey, da komm ich dran! Nein, da komm ich nicht dran! Geh von Arsch! Da komm ich dran! Zu spät, nein, nein, oh, nein. Zu spät, ich bin komplett da. Okay. Ah, ich bin weg! Mikey! Ja? Ah! Meinst du, schaffst du es noch, diese Woche irgendwie dein FIFA hinzukriegen? Ja, frag EA, also ich hoffe, ich hätte langsam echt mal Bock. Wäre echt mal cool. Das Geile ist ja, die Demo ging ja. Vielleicht mal alles runter, was FIFA ist? Ja, ich habe schon überlegt, komplett Origin runterzuhauen. Ja. Also wenn du magst, kannst du dir gerne eine Mannschaft jetzt noch registrieren, dann trage ich dich noch hinzu. Ja, und ich will erstmal, dass es funktioniert, sonst wäre es ja scheiße, sonst registriere ich die Mannschaft weg, naja, geht's doch nicht. Ja, dann wird halt aus deiner Mannschaft eine spielfreie Mannschaft, das ist ja auch nicht das Thema. Ich bin umgehauen. Wir können ja einfach, du kannst auf jeden Fall dann noch mit einsteigen, ist doch okay, dann wir wissen ja Bescheid, oder? Ist doch kein Thema. Also wenn es jetzt nicht noch... Ja, im Notfall mal nicht morgen. Naja, ist dann wiederum aber scheiße mit dem Spielplan generieren über LMO. Hast du gesehen? Ja, klar. Achso, ja, dann trag halt doch einfach, Ja, dann trag mich ein und, ja, das ist so langweilig. Was für eine Mannschaft willst du denn? Oh, ich bin gerade. Siehst du, kennst das hier? Da kannst kennst du dir ja wahrscheinlich denken. Na ja, da geht's ein Dungeon, Mann. Ah, au, au, au. Wir spielen ja mit Mannschaften, die eine das ist der erste Gegner, ne? Ja? Ja. König Arne. Und oh, toll. Was für ein Kreis. Guck mal, der Kreis, der ist so gefährlich, guck dir das an. Muss ich gucken. Heftig, wa? Pro Sekunde. Also von Deutschland noch Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen verfügbar. Ich spiele Wolfsburg. Nachdem ich Ajax ist auch noch frei, da war ich so unzufrieden. Ja. Roter Kreis, roter Aua. Ja. Boah, ist das nervig. Kann der mal kippen? Wer stirbt da hinten eigentlich? Soll ich sie dir mal kurz vorlegen oder willst du schon irgendwie... Nee, jetzt hat Au, 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 tot, tot, tot. Ach, machen wir morgen. Morgen mache ich dann auch irgendwie Origin neu und... Jetzt hier gerade im Endkampf. Ja, schreib dir mal einen Link rein, dann kannst du mal gucken, welche Mannschaften noch verfügbar sind. Wäre perfekt, wenn du es heute noch machen könntest.
Na, zumindest ein Feedback kann ich dir geben. Das wäre gut, ja. Nein, ich sterbe, nein, ich sterbe, nein. Weil du mir Feedback gibst, ob du eine Mannschaft hast oder nicht, dann würde ich dann sofort den Plan dann generieren. Ja. Ja? Ja, ja, du kannst dich von hier. Also mach geschmeidig, mach geschmeidig. Ja, war ich doch jetzt gerade. Lange online. Nein, da ist einer, ich wusste es. Ja. Boah, wie viele rote Kreise macht der denn, ey? Ich bin weiter AFK. Carsten, du bist nicht fertig, ey. Was mach ich denn? Du hast mich in Mobs geschickt, ich bin in zwei so Typen reingelaufen. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast ja, ich kann auch von dem anderen Port-Ding dahin. Ja, hab ich auch gemacht, ging noch. Aber wenn irgendwann zwei kommen, dann habe ich die mitgebracht. Das war bei diesem Kampf ziemlich... unvorteilhaft. Keine Absicht. Ich hab die Portschiffe verrichtet. Oh. Mann, wir haben ihn gleich, ey. Oh, ich soll vielleicht hier rausgehen. Und jetzt muss ich ihn einkreisen, um einmal kurz rein. Krieg ich hier, dann bin ich tot. Oh! Boah, was, ey, eine Sekunde stehen geblieben, weil ich den Knopf drücken wollte, ey. Geschehen, bitch. Oh, Kreis, böse. Krasse Fotze, der Nein, Typ, ey. Kreis, ich neben dir, Flying neben dir. Naja, wie soll ich das machen? Weiß ich nicht. Boah, ich bin selber im Kreis. Dann lass. Ich hab noch 45. Ey, ich wurde aus dem Kreis rausgeboxt. Und jetzt wurde ich wieder reingezogen. Tim, lebst du noch? Nein. Damn. Boah, jetzt wird er aber irgendwie böse, oder? Ja. Zwischendurch habe ich so ein bisschen das Gefühl, der verliert gar keine Energie, ey. Naja, gut, aber guck mal auf die Anzeige da. Weg. Ist ja egal, also eigentlich, wenn ich in den Kreis reinläuft, so wie ich das hier gerade so schön mache. Ranziehen und weghauen, das nervt. Jetzt komm, geh down. Ah, Kreis nicht jetzt noch. Oh, Alter. Ja. Oh. So, jetzt gibt's richtig viel Kohle für euch. Wir haben nicht besiegt, aber was haben wir gewonnen? Unter uns regen sich viel tödlichere Dinge. Sie werden euch alle verschlingen. Mag, der ist zertrümmert, aber ich kenne einen Schmied, der die Stücke zusammenfügen kann. Habt ihr wirklich geglaubt, wenn ihr mir ein Schwert bringt, wird euch verziehen? Euch? Das Schwert sollte für Logan sein. Was? Warum würdet ihr unsere Leben, mein Leben, für diesen Feigling riskieren? Ich dachte, es würde alte Wunden heilen. Es würde euch erinnern an... Mich woran erinnern? An Verrat? Bah, ihr seid eine sentimentale alte Frau geworden. Wir sind hier fertig. Weshalb hasst Gridlock, Logan? Fehler, die ein ganzes Leben zurückliegen. Am besten vergessen. Gridlock hat recht. Ich bin zu sentimental geworden. Zu schwach. Das war sowohl interessant als auch lehrreich. Yeah. Ja, und dann hat der noch Beute und dann ist auch noch eine Schatztruhe. Oder nee? Also Erdbeute und du kriegst was. Aber... Erdbeute? Oh, 5 Silber. Und ich hab ein Level Up. Gibt's noch was? Ach, nee, ich glaube, das ist so eine Truhe. Ja, aber ich glaube, die haben wir schon mal geöffnet. Das war ja. Okay. Ja, klar. Also das war's, ja? Ja. Gut. Das war der erste Dungeon und den Dungeon kann man jetzt nochmal auf Stufe 2 machen. Dann ist es nochmal was ganz anderes. Und den habe ich noch nie geschafft und schon 5-mal probiert. Also wenn wir irgendwann mal Level 35 sind und... Soll ich jetzt hier auf die Tür klicken, oder? Ja, das war's jetzt. Der erste Dungeon von 7, Tim. Ja, wie gesagt, ich muss erstmal so, das ist ja alles...
Ich habe jetzt gar nicht verfolgt, was hier eigentlich wirklich abging. Guck, ich habe wochenlang nicht gespielt, komm erstmal rein, ey, ich muss erstmal jetzt nach meiner Ausrüstung gucken. Habe ich vielleicht irgendwas bekommen, was mir weiterhilft hier? Ja, also hier in der Nähe gibt es gleich auch einen Kaufmann und da kannst du erstmal alles Schrott verkaufen und dann kannst du erstmal gucken, was du brauchst, was du nicht brauchst und dann verkaufst du einfach den Rest drauf. Und grüne und goldene Sachen verkaufst du einfach im Dings. Du weißt, ne? Ja, ich gucke jetzt mal unter H, kann ich das ja sehen, ne? I. Der Bogen ist schlechter als den, den ich habe. Verdammt. Ganz interessant ist auch zu wissen, dass es nicht sich nicht immer lohnt, goldene und grüne Sachen im Handelsposten zu verkaufen, sondern musst du gucken, wenn das irgendwie nur ein oder zwei Gold mehr sind, dann würde ich die eher hier so ein Dings geben. Wisst ihr Bescheid? Und kauft man hier. Was geht denn für den Hut bei drauf? Was für ein Hut? So ein Hut? So ein Lederhut. Hä? Wie Lederhut? Askalon Lederhut. Eine Maske oder Hut halt? Der Kopf platzt. Ach, Maske war das, alles klar. Okay, danke. Mikey, kannst du Zepter benutzen? Nee. Ich kick mal, ah, okay, schon raus. Die Katakomben von Askalon sind Sperrgebiet. Weist euch aus! Ich hab was richtig Cooles bekommen. Nur noch keine Hose gekriegt. Guck mal, was da drauf steht. Erforderliche Stufe 60 und dann die ganzen Attribute da. Na cool, ich hab die als 30er gekriegt. Dann wie geil 10 Heilung so weniger und so. Seid ihr noch hier? Ja. Ja. Ah, da oben, guck mal. Okay. Da. Yeah. Musketier. Ja. Kommen meine roten Haare nicht so zur Geltung. Der gefällt mir ja überhaupt nicht, der Hut. Ja, auch nicht. Aber ist ein Hut. Da sind Harpien im Anflug. Die elenden Vögel stehlen alles, was nicht festgebunden ist. Wir müssen um jeden Preis die Vorräte schützen. Wir sind jetzt schon zu lange hier, um alles wegen ein paar dämlicher Harpien zu verlieren. Wenn die erstmal meinen Stahl geschmeckt haben, werden sie es sich zweimal überlegen, ob die wiederkommen. Jetzt? Warte, ich reiß mal irgendwo hin hier, diese Wiederherstellungsdinger, oder wie die heißt. Damit ich Sachen auflösen kann. Endcraften, ja. Wie auch immer. Krieg ich denn das hier beim Händlerforum? Oder? Nee, beim normalen Händler eigentlich. Will ich eigentlich wissen, wie viel Uhr es ist? Besser nicht, ne? 9. Oh. Dann werde ich jetzt ins Bett gehen. Ja, ich auch. Zum 12:30 aufstehen. Oh. Ja, und uncool ist es.
cool, du bist gerade